Put it in a very small sieve. You shake your sieve. I'm sorry, sir. I tried to give it to you. Oh, I'm sorry. I'm really sorry. I meant to what? You don't. で25日間の補習ってことですね。行くわよ。あえてフラッグ社だけ残して、あとはみんな殲滅してやる。力の違いを見せつけてやるんだから。うわー！Damit herzlich willkommen zu World of Tanks. Ein Commentary, weil es mir die Scheißaufnahme versemmelt hat, weil es, als ich speichern wollte, mir der Scheiß-Rekorder kaputt gegangen ist. Und hier sieht man schön, wie ich den Panzer 1 zerstört habe, indem ich ihn gerammt habe und drauf geschossen. Wunderschöner Abschuss. Da hänge ich gerade an der Grenze fest. Ach, das war schon ein ziemlich geiles Match und ich wollte das nicht unkommentiert lassen. Zuallererst, dieser Panzer erinnert mich wahnsinnig an einen Frosch, wenn man ihn von vorne anguckt. Und da fahre ich gerade in die feindlichen Linien rein. Keine Chance gegen den Hetzer und gegen den schweren Panzer. Ja. Das war schon witzige Matches, die dabei waren. Auch ziemlich geile, muss ich schon sagen. Ich fand den Anfang auch so toll mit Katyusha. Also wollte ich den unbedingt reinnehmen. Ja, stimmt, ich wollte ja heute los, um mir eine Paysafe-Card zu holen für Arma 3. So, währenddessen kann ich ja mit Shift schreiben
und mir die Folge angucken. Fällt mir auf, ich habe die anderen Videos gar nicht hinzugefügt. Ich dusel. Jojo. So, was ist jetzt? Ach, die 28 gegen all die anderen dort, genau. Ach ja. Das war schon ziemlich witzig. Was mich genervt hat dort, ist, dass mir die Kills andauernd geklaut wurden. Das mag ich überhaupt nicht. Ja. Schon doof. Das nervt einen schon, wenn man mitten in der Aufnahme ist, beziehungsweise fertig ist und man will alles abspeichern und dann kommt da diese Meldung, du darfst nicht. Du Sack. Hat mich aufgeregt. Habt ihr ja gesehen, ne? Vorspann. So, hier haben wir den T-28, dieses komische Ding, dieses langgezogene U-Boot, dieses, wie ich es nenne, Subway Sandwich, weil, seht es euch an. Das, ich weiß auch nicht. Das erinnert mich irgendwie an einen Hund, also einen Dackel, eine Wurst und ein Subway Sandwich. Ja. Und der Panzer davor, das war der T-46. Und der hatte am Anfang so ein kleines Geschütz, so einen kleinen Turm oben drauf. Das sah ziemlich komisch aus, aber Mensch, an was hat der mich denn erinnert? Moment mal, wir fällt's gleich ein. Ja, hier zerlege ich gerade ein Waffenpuder. Wirkungstreffer. Ja. Der andere wäre mir fast in den Schuss reingefahren. Ach, jetzt weiß ich wieder, an was er mich erinnert. Einen Moment. So, das sind wir wieder. Ja, so hat er sich hier ungefähr angefühlt, beziehungsweise so hat er sich angesehen. Ja. Ganz komischer Panzer. Ja, da bin ich mitten in die feindlichen schweren Panzer gefahren. Dachte mir so, oh Scheiße, schnell flüchten. Und dann kam die Überraschung, der Jagdpanzer. Das war's für uns. Raus hier. Ja, der AT-2. Und dann habe ich das Spiel neu gestartet, weil es ziemlich lange Ladezeiten hatte. Ja. War schon kacke. Mir hat's ja schon mal eine Audioaufnahme versemmelt. Wo war's denn? Nochmal. Ach ja, bei Company of Heroes. Da ist es jetzt nicht so tragisch. Ja. So tragisch ist es da jetzt eigentlich nicht bei Company of Heroes. Weil ich habe da sowieso nicht viel gelabert immer. Muss ich im Übrigen auch weiterführen. Da fand ich es auch wieder sehr, sehr ausgeglichen mit meinem BT-7 gegen die ganzen schweren Panzer da zu kämpfen. So Type T-34 und KV-1. Das ist und immer Highway. Das, ich weiß nicht wieso, aber in der Aufnahme, die ich da gemacht habe, da kam immer Highway dran. Ich glaube, ich bin so 3-4 Mal auf Highway gelandet. Total verrückt. Schon krass. Ich habe auf jeden Fall ein paar richtig geile Moves mit dem hingelegt, mit dem BT-7. Auf geht's! Wird man gleich sehen. Obwohl, ich glaube, da war es noch gar nicht so. Stimmt. In der Runde hat es mich eigentlich echt früh zersammelt. Da macht er die ganzen Zäune kaputt. Die Sacksau, ja. Und ich kam mir vor wie bei Need for Speed Tanks oder sowas. Habe ich ihn jetzt überholt? Ist ein A20 im Übrigen, glaube ich. Den Panzer bekomme ich als nächstes. Ich glaube, es war ein A20. Ich weiß nicht, ich bin mir gerade nicht sicher. Könnte auch ein T irgendwas gewesen sein. T28 vielleicht.
Die sind nämlich auch verdammt schnell. Da kam ein Feind angefahren, den habe ich ignoriert. Man muss auch sagen, der BT-7, das ist wirklich so ein kleiner Springfrosch, ne? Der fährt so schnell, der springt über die Hügel. Finde ich immer wieder geil, da gehen mir immer die Ketten kaputt. Und da habe ich gehofft, auch schnell hinter den Hügel. Bitte jetzt nicht zerstören, und dann dachte ich gerade, ich bin sicher, und dann wurde es. Shifty fragt, was der Hetzel jetzt auf Elite kann. Ja, nix! Schneller leveln halt. Die Besatzung. Und jetzt geht's ins Epische. Die Runde war abnormal, also. Ihr werdet gleich sehen, wieso. Ich habe auf jeden Fall gefeiert. Schade, dass es, die Audioaufnahme. Immer die Guten versammelt. Das ist die Strafe dafür, dass ich vermutlich jetzt so lange out of cam gespielt habe. Weil ich so viel gebracht habe. Oh, fuck. Ah. Ich sehe schon, die Episode wird viel MB belegen. Mit dem, was ich da alles reinfüge. Oh. Bewegung! So, jetzt schauen wir uns nochmal an, wie ich da abgegangen bin. Ich habe mich hier in Stellung gebracht. Hinter dem Busch. Und habe gewartet, und da kam auch schon der erste Kandidat. Was waren das? Ein Cruiser oder ein Covenanter? Ich glaube, ein Cruiser war das. Zack, mit einem Schuss zerstört. Keine Chance, da ist der T-28. Und ich dachte mir, ja, perfektes Ziel. Bumm, zerstört. Erwischt. Einfach so geil. Und da hinten der M3 Lee. Will hinter der Kuppe verschwinden. Kette verloren. Wir sind bewegungsunfähig. Dann hat irgendwas auf mich geschossen. Ich vermute, es war Artillerie. Die hat mich gut kaputt gemacht. Da natürlich zurückziehen, so schnell wie möglich, aber nein. Er lässt mich einfach nicht, er zerstört meine Ketten fröhlich weiter. Und ich konnte mich nicht drehen, ich konnte nichts angreifen. Und dann dachte ich so, fuck it, jetzt muss ich noch irgendwo einen Abschuss landen. Und das sah ich ihn. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ja, Howdy, High Explosive natürlich daneben. Dann erstmal zurückziehen, das Haus irgendwie ein bisschen kaputt fahren. Und dann dachte ich mir so, geil, da ist ein Fenster, da kann ich jetzt mal hinfahren. Ja, Arschleckenfenster, das war eine dumme Tür. Aus meiner Wut erstmal das Haus weiter kaputt gefahren, und dann habe ich mir so gedacht, so, da hinten steht er jetzt. Kette verloren, wir sind bewegungsunfähig. Schon warten, Kette ist wieder weg. Volltreffer. Jetzt habe ich seine Kette auch weggeschossen. Und die haben fröhlich auf mich weitergeschossen, haben mich aber nicht zerstört bekommen. Dann dachte ich mir so, ja, gut, der ist jetzt kaputt. Kette wieder funktionstüchtig, los geht's! Anderen. Hab den Horizont abgesucht, ob ich irgendwo eine Panzersilhouette sehen kann. Da hinten war dann die Artillerie. Dann das eine war auch ein Panzer, und da kommt der Hetzer. Und schaut mal, der zielt nämlich jetzt direkt auf mich, und ich komm, Fokus, 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 BATZ! Und weg ist er. Erledigt, suchen wir unser neues Ziel. Und ich dachte mir so, was habe ich denn jetzt zerstört? Ernsthaft? Oh, und dann tatsächlich. Ich konnte es erst gar nicht richtig glauben. Weil das Ding immer noch am Fokussieren war. Dann habe ich da weitergesucht. Dann habe ich mir sogar, jetzt rück ich mal vor. Bisschen zur Seite, und dann war da ein Panzer, und zwar der Panzer 3. Ich dachte so, perfekt, jetzt musst du nur noch herkommen. Und hab gewartet und gewartet. Und dann dachte ich mir, der ist eingekreist, der wird sich kaum auf mich fokussieren, dann drücke ich jetzt einfach vor und versuche ihn fertig zu machen.
War auch im Übrigen der letzte Panzer. Und dann drauf fokussiert und dann gewartet, dass sich das Geschütz beruhigt. Das erste Mal, dass ich in der Third Person wirklich versuche, den abzuschießen. Und dann lädt er gerade nach. Der bekommt Schüsse rein ohne Ende. Seine Kette ist am Arsch und 1% und das 1% schnapp ich mir dann weg. Und ich habe gejubelt wie ein Horsch. Und da habe ich mich über die Statistik gefreut. So viel aufgeklärt, so viel zerstört. Die EP wurden dann dem... Was waren das nochmal? Dem Funker zugeschrieben? Ja. Und der nächste war, ist dann der Richtschütze, der die EP dann bekommt. Da wollte ich nochmal gucken, wie viel ich denn verdient habe. 7000 Credits. Schon gut, schon gut. Der ist dann 1% aufgestiegen. Der braucht dann nur noch wenig EP zum Aufstieg. Zumal man muss ja bedenken, die bekommen ja eigene EP und dann die Gefechts-EP noch oben drauf. Das ist schon ziemlich cool. Den Frosch und das Sandwich reparieren, ne? Ihr kennt das ja. Da habe ich mich gewundert über die zwei Funker, die da drin sind. Dass es wie beim M3 Lee ist und wo die Funker denn sein würden und... Scheiße nochmal. Da hinten ist einer, da vorne ist einer, in der Mitte ist noch so eine Wand. Und die und deswegen müssen die kommunizieren. Okay. Ah, ja. Ach, die Klippe. Wie sieht's denn bei euch aus? Bei uns liegt Schnee noch. Ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Nicht viel, so ein bisschen. Ich überlege mir auch, ob ich vielleicht so ein Arma 2 Hetzer-Video mache. Das wäre doch auch was. Zumal in Arma 2 die Mod-Invasion 44 ist wirklich verdammt gut, muss man sagen. Was die da alles reingebaut haben, die ganzen KI-Dinger. Die haben quasi vieles neu geschrieben. Das ist echt fast schon wie ein neues Spiel. Auch die gesamte Panzermechanik. Es ist so das erste Spiel, muss ich sagen. Auf geht's! Beziehungsweise die erste Mod für Arma, wo man wirklich in die Panzer reingucken kann, mehr oder weniger als Kommandant. Man hängt da eben an seinem Turmding oben, kann da so rausklotzen ein bisschen. Und dann guckt man nach unten und sieht beim Panzer 4 zum Beispiel die Crew überall. Aber natürlich nicht so 100% toll gemacht, wie man es jetzt vielleicht erwartet, aber trotzdem sieht man sie. Ich weiß auch nicht, wie es in Arma 3 jetzt ist, da es noch keine Panzer wirklich gibt. Ob man da jetzt auch ins Innere gucken kann. Ich finde es eigentlich extrem cool. Das gehört ein bisschen zur Simulation mit, finde ich. Aber dass das im Jeep so ist, dass man da jetzt beim bewaffneten Jeep, dass man jetzt zwischen Kamera und Innenansicht wechseln kann, das ist schon ziemlich cool gemacht. Also zwischen Geschütz und Innenansicht. Und wenn ich das so sehe, habe ich Hoffnung, dass es im Panzer auch so ist. Ja, da habe ich mich, glaube ich, beschwert über die hohen Panzer, gegen die ich wieder kämpfen muss, gegen die Stufe 5, weil ich mir nur eine Stufe 4, der nichts anrichten kann. Da fahre ich um die Ecke und auf einmal kommt ein KV-1 daher. Fahrer verwundet, wir können nicht mehr so schnell. Ja, ich mache keinen Schaden bei dem. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Fahrzeug zerstört. Und er hat mich mit zwei Schüssen einfach kaputt gemacht. Ich freue mich auf den KV-1, muss ich ehrlich sagen. Aber bis man da hinkommt... Dauert ewig. Ja. Ja, da war das jetzt so.
dass es halt lange gedauert hat, bis ich da, ja, eben hier, ne, bis ich ein Spiel gefunden habe. Keine Ahnung, hat das lange gedauert. Ja, ja. Also ich hole mir jetzt bald Arma 3. Vermutlich fahre ich gleich noch los. Ich brauche sowieso Öl für meinen Roller. Und wenn ich da gleich Öl hole, kann ich zu einer Tankstelle fahren und dann haben die vielleicht eine Paysafe-Card dort. Wo gibt's denn Paysafe-Card? Die gibt's doch bei der Tankstelle, oder? Denke ich doch, schätze ich doch, keine Ahnung. Mir hat man immer gesagt, die gibt's bei der Tankstelle. Keine Ahnung. Jojo. Ich frage euch das jetzt. Und wenn ich dann losgehe, werde ich es dann schon wissen. Also brauche ich. Ihr müsst nicht antworten, ne? Ihr müsst doch nicht. Ui, eine Wunderkette. Kein Feuerzeug da, schade. Das ist wirklich eine Wunderkerze, also kein Synonym für irgendeine Droge oder so, sondern eine ganz normale Wunderkerze, die so sprötzelt und brötzelt, ne? Ihre Funken macht. Himmelsdorf. Mit dem BT7. Fand ich schon cool. Da habe ich nicht viel gerissen, aber immerhin etwas. Also kein Panzer zerstört. Ich habe bis jetzt, glaube ich, mit den russischen Panzern kaum einen zerstört. Ich glaube, das kommt erst später. Die Russenpanzer sind anfangs sehr schwach mit ihren Kanonen und haben auch nicht so eine großartige Panzerung, wie man jetzt vielleicht denken mag. Und dann kommt der, auf einmal kommt der T8, der T34 und der KV-1 und komischerweise sind die dann auf einmal stark, ne? Einfach so. Muss man einer verstehen hier. Oh Gott. Auf geht's! Ja, der BT-7 ist einfach schnell und wendig, das mag ich an dem. Das ist wirklich der schnellste Panzer in meinem Sortiment. Der flitzt wie Sau. Oh. Da fahre ich berghoch und denke mir so, was? Der Klangserhof war noch, was kenne ich nicht. Weil sonst schleiche ich den Berg ja immer eigentlich so mit, ja, 10 km hoch. Keine Panzersicht, ich dachte mir, okay, da kann ich die da unten unter Beschuss nehmen. Juppdi-du! Und dann auf einmal Panzer 3. Und ich so, shit. Vom rechten war ich erstmal unbeeindruckt, ich habe mich auf den linken konzentriert. Noch so einer und die sind fertig! Wirkungstreffer! Ich versuche selber schon in Sex zu schießen, dann dachte ich mir, scheiße, jetzt hast du. Das bist vielleicht wirklich kaputt. Wir haben sie böse erwischt. Ich mich auf den anderen, hab den gut getroffen. Wir haben sie! Und dann daneben geschossen. Er aber auch. Und ich so, batz. Wir haben sie. Und er nochmal daneben geschossen. Und ich so, ja komm, noch einmal. Und dann hat er mich jetzt. Wir sind erledigt. Raus hier. Sehr ärgerlich. Aber ich habe ihn dafür fast zerstört. Der andere wurde vom anderen zerstört. Also von daher war schon okay. Und da kommt sie wieder, Highway. Ja, ich habe genug Material auch wieder gesammelt, um wieder kleine Montagen zu machen, wie ihr ja am Anfang gesehen habt. Das mache ich eigentlich ganz gerne, zumindest wenn ich aus dem Kopf habe, dann will ich es auch umsetzen.
weil mir zu einer gewissen Situation ein Video ins Gehirn blitzt, das für die Situation passen würde, dann will ich das auch einfügen. Jetzt zum Beispiel M3B, den will ich ja eigentlich nicht mehr so oft während der Aufnahme spielen, aber jetzt habe ich ausgerechnet, jetzt habe ich natürlich gutes Material für den gefunden und ich spiele den jetzt so lange. Legen wir los! Ich spiele jetzt so lange, bis ich auf der Schneemap bin und dann kommt das Video rein. Mhm. So mache ich das. Weil ich finde, das zeigt so ein bisschen die Naivität der M3-Liebesatzung. Shifty hat gesagt, der Leopard 1, also der echte Leopard jetzt, nicht der da schon im Spiel ist, der echte Leopard 1 der Deutschen will, soll ins Spiel kommen. Darauf freue ich mich sehr. Ich meine, ja, dieses Spiel braucht mehr Panzer. Auch wenn es nicht schon genug hat, oder mehr Panzerstufen, je nachdem wie man sieht, ne? Ich sag ja, Stufe 15 wäre noch geil. Oder vielleicht sogar was ganz anderes. Also, dass sie zwei verschiedene Sachen machen. Also quasi, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel, man hat die zweiten Weltkriegspanzer bis in die 50er Jahre und danach kommen halt die Neukriegspanzer. Sprich, man hat eine neue Kategorie. Und die kämpfen dann auch nur gegen die neuen Kategorien. Ich meine, so ein Mauspanzer, der zerstört auch einen Leopard sehr gut und hat auch einen Leopard keine große Chance gegen einen Mauspanzer. Und ein Abrams erst recht nicht. Abrams. Man muss schon sagen, die alten Versionen des Abrams M1, die waren schon scheiße. Aber die neueren Versionen, die sind eigentlich recht gut, die wurden recht gut modernisiert. Auch wenn das Ding immer noch Benzin frisst, wie so. Das war's für uns. Raus hier! Ja. Ist halt scheiße, wenn man eine beschissene Besatzung hat. Dann schießt man auch daneben. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe gesagt, das ist meine letzte Runde, wenn ich mich nicht irre, mit dem Dings. Ich habe so gesehen alles frei für den BT-7. Es geht alles auf den A20 zu. Ich brauche dafür nur Erfahrung. Für den T28 könnte ich eigentlich auch in die... Könnte ich eigentlich auch jetzt schon auf dem KV-1 spielen. Ich habe den Weg zum KV-1 eigentlich schon freigeschaltet. Aber vielleicht hole ich mir noch eine andere Kanone, weil die aktuelle, naja, die schießt mir ein bisschen zu langsam und ist mir ein bisschen zu ungenau. Aber ich habe mir gesagt, ich spiele jetzt erstmal zu Stuck. Also die Stuck 3 wird wirklich mein nächster Panzer, darauf spiele ich jetzt wirklich hin. Stuck 3, Panzer 4, dann kann der KV-1 kommen. Bewegung! Vielleicht kommt der KV-1 vielleicht noch vor dem Panzer 4, ich weiß es noch nicht, je nachdem, welchen Panzer ich zuerst hochgespielt habe. Ein Sherman-Panzer, den spiele ich jetzt so nach und nach frei, jetzt... Also ich spiele jetzt eigentlich immer den M3-Li nur, wenn ich den Bonus habe. Ansonsten spiele ich den nicht nur, wenn ich einen Zweifach-Bonus habe. Und dann spiele ich so lange, bis ich den Zweifach-Bonus auch habe. Und ich finde, das ist ganz gut. Ja, ich dachte mir so, ich presche mal hinter die feindlichen Linien. Und da kommt jetzt wohl mein legendärster Abschuss, den ich jemals gesetzt habe. Zumindest mit einem russischen Panzer. Erstmal fahre ich da überall dran vorbei und die ganzen Panzer haben mich beschossen. Da war ein Panzer 2 mit seinem MG, der auf mein Heck geschossen hat. Dann noch ein Panzer. Ich weiß gerade gar nicht, welcher das ist. Ich sehe es auch nicht. Und dann dachte ich mir, oh man, hier muss doch irgendwo eine Selbstfallerfette rumlungern. Hab dabei nicht die Webgrenze aufgepasst, wo die ist. Und hab mich dann erstmal gewundert, warum bin ich jetzt auf einmal so langsam? Und dann, ach ja, Webgrenze. Webgrenze, ne? Und da sah ich ihn. Den Bison.
Ich dachte mir, los, aufschalten, aufschalten. Hat ewig nicht geklappt und dann auf einmal. Ja. Bereit zu feuern! Batz! Der ist erledigt! Suchen wir uns ein neues Ziel! Ich weiß gerade gar nicht, habe ich den wegen Rammschaden zerstört oder. Auf jeden Fall schnell flüchten, schnell hinter die Kuppel, dachte ich mir, weil die haben mich hier wirklich ordentlich beschossen. In Sicherheit von wegen, da kommt ein Panzer. Ich wusste gar nicht, wo ich hin sollte. Ich dachte so, schnell den Berg hoch, da ist bestimmt keiner. Ja, da waren eben. Da war ein Jagdpanzer der Amis. Und da war die Webgrenze, die ja. Schon wieder Webgrenze. Webgrenze. Und die habe ich nicht beachtet und ja, das war dann. Das war dann mein Tod. Hat mich dann weggesammelt. Den habe ich übrigens auch gespielt. Der war gar nicht schlecht. Ich muss sagen, der war sogar recht stark. Den habe ich auch gerne gespielt. Wie auch immer. Das war's mit dem Commentary zu der World of Tanks Episode hier. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hoffentlich wird's kein Commentary, hoffentlich wird's dann wieder eine normale Aufnahme. Ich würde sagen, ja, wie sage ich jetzt? Panzer vor? Nee. Katjuschka? Wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt World of Tanks.